Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir waren hier stehen geblieben. Und jetzt kommt erstmal ein ganz langer Dialog? Ja, also ganz lange Sprechszene, Textszene. Glaube ich jedenfalls. Darkrai hat die Macht, realistische Druckbilder zu erschaffen. Was Darkrai getan hat, war, nun setzte seine Druckbilder ein, um euch zu glauben zu machen, ihr würdet mich sehen. Es war eine ausgeklügelte List, um euch zu schaden, Dokion Dragon. All das geschah, um euch endgültig aus dem Weg zu räumen. Was? Ah, um Dokion Dragon von dieser Welt zu entfernen? Entfernen? Diese beiden? Es ist schockierend genug, dass es euch loswerden wollte. Aber warum hackt Darkrai dazu so einen komplizierten Plan aus? Warum der ganze Aufwand mit einer Cresselia-Imitation? Wäre es nicht einfacher gewesen, den offenen Kampf mit ihnen zu suchen? Ich nehme an, dass es die Angst vor Dragon und Doki dazu treibt. Darkrai hat Angst vor mir und Doki? Ja, weil Doki und Dragon vorher schon einmal die Welt gerettet haben. Damals verhinderten sie den Zusammenbruch des Zeitturms. Oh, Deutsch ist nicht meine Stärke heute. Mann, eigentlich immer, wenn ich Pokémon aufnehme. Aber wer war es wirklich, der die Zerstörung des Zeitraums in Bewegung gesetzt hat? Wer wollte wirklich den Planeten in Lähmung versetzen? Es war kein anderer als Darkrai. Ah! Was? Darkrai steckt hinter der kritischen Situation beim Zeitturm? Darkrai plant, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Darkrai versagte bei der Zerstörung des Zeitturms. Nach einem Scheitern wandte es seine Aufmerksamkeit der Verzerrung des Raumes zu. Wäre die Verzerrung des Raumes gewachsen, wäre auch die Macht von Darkrai, Albträume zu erschaffen, gewachsen. Es trachtete danach, alle Pokémon in einem Albtraum zu hüllen. Es war alles das Schaffen von Darkrai. Es ließ zu, dass die Verzerrung des Raumes sich ausbreitete. Darkrai hat das getan? Dehnt sich die Verzerrung des Raumes nicht wegen unserer Existenz aus? Es stimmt, dass eure Existenz Verzerrungen im Raum verursacht. Aber diese Verzerrungen sind extrem klein. Außerdem würde sich die auf euch zurückführbare Raumverzerrung nicht von selbst ausdehnen. Dann? Ja, die um sich greifende Verzerrung hat nichts mit euch zu tun. Euch wurde die Schuld gegeben, als Anlass euch zu entfernen. Es war alles Teil von der ausgeklügelten Täuschung von Darkrai. Oh, Doki. Ich bin so froh. Wir sind keine Wesen, die nicht existieren dürfen. Wir dürfen in dieser Welt leben. Wir sind nicht unerwünscht. Dragon. Ich habe keine Ahnung, was ihr durchmachen musstet, aber es ist einfach unmöglich, für euch, Dragon und Doki, in dieser Welt unerwünscht zu sein. Wenn einer von euch fortginge, Dragon oder Doki, dann würde mich das traurig stimmen. Und ich denke, dass alle anderen in der Gilde wären auch traurig. Wir sind glücklich, dass ihr bei uns seid, Dragon und Doki. Das ist der Grund genug, um weiter zu existieren. Knuddeluff. Mehr noch, es geht nicht nur um Dragon oder Doki, alle hier, alle Pokémon der Welt. Keines ihrer Leben ist bedeutungslos. Also denkt niemals wieder, dass ihr unerwünscht sein könntet. Seid fröhlich, alles klar? Danke, Knuddeluff. No. Hey, aber was für ein unehrlicher und schmutziger Fiesling Darkrai ist. Es zeigt sich niemals im Licht. Es verrichtet sein unheilvolles Werk aus dem Schatten. Stellt man es, dann flieht es. So hat Darkrai schon immer gehandelt. Aber Darkrai verhält sich auf einmal so untypisch. Es hat Dragon und Doki eingeladen, sich ihm entgegenzustellen. Das stimmt. Darkrai ging mit diesen Worten. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu versuchen, mich aufzuhalten. Kommt zu mir in den Dunkelkrater. Ihr zwei, ich werde im Dunkelkrater warten. Dunkelkrater? Ja, stimmt. Darkrai rief uns zum Dunkelkrater. Es sagte, es würde dort auf uns warten. Cresselia, glaubst du, dass es Dragon und Doki aus einem bestimmten Grund zu sich verlangt? Glaubst du, es ist eine Falle? Ja, es ist eine Falle, ohne Zweifel. Es macht keinen Unterschied, ob Falle oder nicht. Wenn wir Darkrai nicht stoppen, verschleiert Dunkelheit bald die ganze Welt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir gehen zum Dunkelkrater. Okay, ich respektiere eure Entscheidung. Ich werde euch begleiten. Diese Intrige von Darkrai
war mir seit langem bekannt. Ich verfolge schon seit langer Zeit, um seinen Plan zu vereiteln. Aber jedes Mal, wenn ich es fast hatte, ist es mir entkommen. Diesmal wartet es auf uns. Ich möchte diese Sache ein für alle Mal klären. Ich komme auch mit. Und ich! Jawohl, ja, ich gehe. Oh, jawohl, ja, ich gehe auch, Donnerwetter. Ich freue mich über die Hilfe von jedem. Allerdings fürchte ich, dass Takra verschreckt würde, wenn zu viele von uns kämen. Das ist diese seltene Gelegenheit, Takra in die Ecke zu drängen und seinem ruchlosen Treiben ein Ende zu machen. Bitte, sei zufrieden, wenn nur wir drei gehen werden. Oh, das ist schade. Aber ich muss sagen, dass ihr recht habt. Ja. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir werden Takra sicher, ganz sicher besiegen und wieder zurückkommen. Ja, ihr schafft das. Wenn es keiner kann, dann ihr. Was auf euch aus, Menschenkind? So. Ihr alle, vielen Dank. Gehen wir, Doki. Lass uns zum Dunkelkreiter gehen, wo Takra sich uns erwartet. So lang war die Szene. Okay, es geht weiter. Nordwestlich von hier. Dort liegt ein Land vulkanischen Ursprungs. Dort liegt der Dunkelkrater. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr rechts reisefertig seid. Ich führe euch zum Dunkelkrater. Alles klar. Wir brauchen Belebersamen. Und wie bekommen wir Belebersamen? Durch Gildenarbeit. Ja. Und durch den Shop. Oh Mann, ey, wir haben so viele Belebersamen verbraucht, ey. Das ist unglaublich. Nein, Eisenbahn behalten wir. Äpfel brauchen wir eigentlich nicht viele. Brauchen viel mehr Siedelbeeren und so. Und natürlich Belebersamen. Und Top-Elixiere. Ah, 3 Top-Elixiere reichen. Wir bekommen ja meistens noch welche. Und Flea-Orbs. Flea-Orbs. Eindeutig Flea-Orbs. Nehmen. Ich nehme Flea-Orbs mit. Ein paar. Haben wir hier noch Belebersamen drin? Ich glaube nicht, oder? Blänzern. Nein, natürlich nicht. Okay, wo sind die Flea-Orbs? 3 Flea-Orbs nehmen wir mit. Wir werden sicherlich noch welche finden oder irgendwie sowas. Also, ich denke, das geht. Klar. Kaufen. Belebersamen? Ach, keine Belebersamen. Aber 2 Flora-Gummis. Oh ja. Flora-Gummis nehme ich gerne mit. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwie was Cooles. Kaufen. Na? Flammenwurf. Ja. Wir könnten auch nochmal gucken, ob wir irgendwie eine neue Attacke beibringen könnten, den Leutchens hier. Doki. Und wir haben Durchatmer. Okay. Was ist Durchatmer? Durchatmer. Wenn es eine neue Ebene erreicht, atmet das Pokémon tief durch und stellt so einen kleinen Teil der nach Attacken verbrauchten AP wieder her. Das ist sehr geil! Wow! Das ist super! Das ist richtig, richtig gut! So, erstmal gucken wir. Aquawelle könnten wir halt gebrauchen. Aber ich glaube leider, dass es keiner kann. Das ist das Problem. Drachenklaue, Durchbruch. Ein Durchbruch wäre eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Finsteraura kann auch keiner erlernen, das ist das Problem. Ich versuch's einfach mal. Fokusstoß lassen wir mal. Kreuzschere ist auch eigentlich eine ganz coole Attacke. Schockwelle kriegt auch keinen hin und gucken wir mal, ob Spukball irgendwer kann. Wir bereiten uns jetzt richtig vor. Also ich brauche erstmal Mengen an Belebersamen. Sonst komme ich einfach nicht durch. Aquawelle kann keiner. Durchbruch kann Dragon auf jeden Fall. Was brauchen wir denn nicht? Biss wäre eigentlich schon ganz geil. Durchbricht Reflektor und so. Fügt Gegner Schaden zu. Je niedriger die KP des Anwenders ist, das ist halt auch geil, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Biss wegklatsche. Ich gucke erstmal, was wir noch haben. Finsteraura kann keiner, Kreuzschere kann keiner, Spukball kann keiner. Ich glaube, ich bringe. Ja. Vergessen. Ja. Ich lasse Biss weg. Biss ist zwar echt eine ganz gute Attacke, aber die können wir später ja nochmal neu erlernen lassen. Durchbruch ist, ich glaube, auch für den Dungeon um einiges wichtiger.
Ich bin mir nicht sicher, aber es klingt mir plausibel, sagen wir mal. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Wir müssen erstmal wieder neue Attacken verlinken. So, weiter. Doki, Attacken. Link, danke. Dragon. Wir könnten das eigentlich zu einem Triple Link machen, oder? Aber eigentlich ist es unnötig, das ist das Problem. Es macht ja viel mehr Sinn, Durchbruch und Gegenschlag zu linken, weil das halt nochmal. Du kannst es dann nochmal einmal mehr einsetzen. Zweimal, glaube ich sogar. Nee, einmal, glaube ich. Zweimal? Zweimal. Ja. Ich glaube, das mache ich auch. D-Link und das hier, Link. Und wieder aktivieren. Ja, das macht Sinn. So, lassen wir das. Wie viel Geld haben wir? 5.100. Das nehmen wir gerne mit, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir Belebersamen farmen, Leute. Der Rest des Parts sieht nur aus, also wird nur aus Belebersamen farmen bestehen. Und zwar machen wir das hier. Ja. Ja. So. Ja. Das zweimal falsch liegen, ich weiß. Das ist. Nein, Vulnona. Oh Mann, ey. Das war gerade ein bisschen doof. Das ist. Morabel. Okay, gucken wir weiter. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Das ist. Oh Gott, das ist locker Galagladi. Ja, nice. Okay. Das ist Jungglut. Nein, Flamly! Ah, scheiße! Wir haben schon zweimal falsch gelegen. Den Highscore packen wir leider nicht, glaube ich. Glumanda? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch! Oh, lol! Oh, lol! Oh Gott, Porygon. 10.000 Punkte, Alter. Keine Besucher mehr. Super, okay. Lass mich mal Wachdienst beurteilen, genau. Machen perfekt. Yeah. Ihr habt alle Besucher korrekt identifiziert. Haben wir den Highscore geknackt? Ich weiß es nicht. Hervorragend, wir haben es geschafft. Also, ganz bestimmt belohnen. Belohnungen auch ganz besonders ausfallen. 300 Poke, komm schon, Belebersamen. Defense-Schal. Mann! Ja, Belebersamen, okay. Und ein Heilsam. Wow, ein Heilsam. Ja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mach weiter so, ihr zwei. Ja! So, war das jetzt. Schlafen wir jetzt? Ja, wir gehen jetzt. Okay. Gut, und das gleiche nochmal, Leute. Nochmal Belebersamen farmen. Wir machen das jetzt den Rest des Parts und ich werde es dann auch noch offscreen ein bisschen weitermachen. Ja. Wie gesagt, wir brauchen halt um einiges mehr Belebersamen. Wir können halt, das Gute ist, wir können danach immer in den Shop gucken, ob hier Belebersamen zu kaufen sind. Leider nein. Aber naja. Wir brauchen halt, es tut mir leid, ich muss das machen. Wir müssen die Vorbereitungen treffen. Es wird ein mega harter Kampf, vor allem als Pflanzen-Pokémon in einem, ich glaube, Feuer-Dungeon ist das. Ist ja bei den Vulkanen. Und auch der Endkampf gegen Darkrai, die machen Damage. Hoi. Also von daher brauchen wir halt die Belebersamen, Leute. Wir brauchen die Belebersamen. Ja, du hast zwei falsch liegen, Dragonwelt im Überblick, ich weiß. Jo, das ist Nidoqueen. Yeah. Komm, Pokémon. Das ist Kikli. Yeah! Komm, nicht einmal falsch liegen, bitte. Das ist Meganie. Nice. Nächstes Pokémon. Och Gottchen, das ist Luxtra.
War richtig. Lol, muss man geraten. Jetzt kommt 5, das Porygon. Nice. Okay. Letztes Pokémon, das ist Sumpex. 10.780. Das reicht für heute, genau. So, mal sehen. Wachdienst bewerten. Euer Ergebnis war nun ja perfekt. Yeah. Oh ja, ist beeindruckend. Ihr habt den bisherigen Highscore geschlagen. Cool. Hervorragend. Nice. Belohnung wird auch ganz besonders ausfallen. Genau. 400 Poke. Pösifschal. Belebersamen. Top-Elixier. Ja, alles klar. Okay. So, und gleich nochmal. Ich glaube, zweimal packen wir noch in dem Part hier. Ach man. Ich habe jedenfalls einen Namen für den Part. Belebersamenfarm. Belebersamenfarmen. Das klingt auch cool. Oder Farmen von Belebersamen. Yeah. Aha. So. Hallo, hast du bitte Belebersamen? Ja, einen hat er. Okay, alles klar. Schon mal sehr gut. Jetzt haben wir schon mal 3 Belebersamen, ne? Ja, wir haben schon 3. Wow. Schon 3 Belebersamen. Einen haben wir nur hier, ne? Ja, die anderen wurden ja gelagert. Schon mal 3 Belebersamen, Leute. Wow, ich bin schon begeistert. Also ich würde schon gern so 10 mitnehmen. Das heißt, wir machen das noch ein paar Mal. Ja, wie gesagt, hier in dem Bad noch 2 Mal und danach halt mache ich es offscreen, bis wir einige Belebersamen haben. Oh Mann, ey. In solchen Momenten wünsche ich mir, dass es Belebersamen-Sheets gibt. Einfach nur, damit man sich ständig farmen muss. Es ist halt echt, es ist nervig. Das ist Lombrero. Nein, Raichu. Scheiße. Das wird kein perfekter Dings. Kein neuer Highscore. Och Gottchen, Giradax. Yeah. Aha. Ja, okay. Nächstes. Och Gottchen, Scarabon. War auch ein komischer Fußabdruck, ne? Nächstes Pokémon, oh Gott, Bummels? Sieht aus wie Bummels, ja. Nice. Oh Gott, Nidoqueen. Yeah. Aha. So, noch. Das ist jetzt der letzte, naja, genau. Lucario, Fampi, ja doch, Lucario. Nice. 10.500 Punkte. Leider kein neuer Highscore, aber wir kriegen wieder einen Belebersamen, weil wir es perfekt gemacht haben. Wachdienst bewerten. Er war nun ja perfekt. Yeah. Aha. Geil. Alle Besucher korrekt identifiziert. Okay, was kriegen wir diesmal? Wieder Pilzschal, ne? 300 Poke. Defense-Schal, genau, Defense-Schal war's. Belebersamen. Und wahrscheinlich wieder ein Heilsamen, oder? Ja, genau, okay. Immerhin, wir haben schon mal 4 Belebersamen. Ich weiß nicht, einmal könnten wir vielleicht sogar noch packen in den Part, aber ich glaube, das mache ich alles offscreen. Jetzt haben wir schon mal, warte, wie viel haben wir jetzt? 4. 4 Belebersamen. Das heißt, wir gucken gleich nochmal in den Shop. Mal gucken, ob die noch was haben. Ah ja, ja, der hat viele Gummis hier. Ein Orangegummi wäre halt echt schön schnieke, ne? Das ist nämlich gut für unseren lieben Dings, für unseren lieben Dragon. Und ein Braungummi ist halt auch ganz gut. Royalgummi war für Drachen, ne? Ja. Nehmen wir gern mit. Nehmen wir gern mit. Denn das ist für Haru gut. Orangegummi, Dragon. Okay. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache das offscreen weiter und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut
da rein.